Sehr schön, ich gebe dir den Donnerstein. Er ist von unschätzbarem Wert. Wieder ein Evoli. Yay. Du bist so ein Glückspilz, Brody. Ich möchte auch sowas haben. Können wir gleich mal machen. Dann können wir gleich erst und mitunter coolste Entwicklung sehen. Hey, Evoli entwickelt sich. Ja. Bim, 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 bim. Oh, sehr langweilig. Die Entwicklung ging ja schnell. Glückwunsch, dein Evoli wurde zu Blitzer. Ja, ja. Hatten wir nicht lange gefasst von Evoli. Egal. So soll's sein. Jetzt haben wir Blitzer. Mach mir dann später auch mal schlau im Internet, wenn man Blitzer die ersten schönen Elektroattacken lernt. Wir haben jetzt unter anderem auch eine Unlichtattacke namens Biss. Wir hätten natürlich auch warten können, bis wir Knirscher haben. Nee, kriegen wir glaube ich nie. Oder? Vielleicht, ich weiß nicht. Dann hätten wir sogar noch ein stärkeres gehabt, aber egal. Na, erstmal nach Abacus zurück. Abacus, ich habe was. Ich will was. Von deinem Nachbarn. Von deinem Kunden. Halt! Wer da? Schon wieder ein Einbrecher. Kelvin, bitte einleuchten. Ich gehe nicht vom Fleck. Mein Name ist Kelvin. Und Kelvin, also ich, ist der einstmalige, nein, der einmalige Assistent von Dr. Abacus. Kelvin ist außerdem der einzige Assistent, deshalb nur auch einmalig. Der wiederholt sich. Abacus Assi, Kelvin, der ist auch ein Sonnenkern, das höheres Level hat. Und Gabador. Weibliches. Wieder interessant. Boah, ein Level hat er sich hochtrainiert. Ich will Elektro. Guck mal, wir haben Schlecker gelernt. Tja, leider nicht mehr in Deutschland zu sehen. Tja, das war sehr stark zu erwarten. Und den Krypto-Knall, auch Sonnenkern und auch das war ein One-Hit. Perfekt. Ja, Kelvin, aufs Maul gekriegt. Zählt jetzt wieder das gleiche wie gerade? Ah, wie gerade vor allen Dingen. Ja. Und da dreht er seine Wolle wieder. Aber er ist diesmal großzügiger, mehr als doppelt so viel wie letztes Mal. Oh, oh, dummer Kelvin, was hast du dir nur gedacht? Wie? Du bist der Junge von vorhin? Warum hast du das Kelvin nicht gleich gesagt? Heute bin ich sehr beschäftigt. Ich bin heute mit meinem eigenen Assistenten unterwegs. Mit Brody. Ist das so? Aber das ist doch schon mal... Nee. Aber da wartet doch schon mal hier, ihr seid hier. Seht euch doch Dr. Abacus neue Erfindung an. Man kann sagen, was man will. Aber Dr. Abacus Erfindung ist einmalig auf der Welt. Kevin verneigt dich vor Ehrfurcht. Oh ne, kommt das, was ich jetzt erwarte? Ne, wir können so rein. Puh. Hallo. Ach, alt war, ne? Na, altes Haus. Ne, alt war das Haus. Okay, war schlecht. Hallo da. Bildchen war dein Name, nicht? Du bist wohl wieder wegen deiner kleinen Schwester hier, nicht wahr? Nein. Gar nicht. Wir haben eine Mission und müssen nach Porta Portus. Brody ist mein Assistent. Benjamin erzählt Alfred, was passiert ist. Okay, das erspart einiges.
Wie bitte? Der Laborchef wurde entführt? Das ist ja furchtbar. Furchtbar, richtig furchtbar. Ihr Vorgehensweise erinnert mich an einen Vorfall vor 5 Jahren. Agitator? Da war Team Krypto der Agitator. Das Wort kenne ich gar nicht. Doch, das ist reine Spekulation. Bevor wir uns darüber den Kopf zerbrechen, hol lieber dein Ersatzteil ab. Es ist in meinem Laden in Porta Portisch. Sprich meinen Enkel Jung. Mit meinem Enkel Jung. Er müsste Bescheid wissen. Okay. Ja, man kann sagen, was man will. Aber Dr. Abacus' Erfindung ist noch einmalig auf der Welt. Ach, ich weiß nicht. Ich finde Kelvins coole Augenbrille am allertollsten. Die ist absolut tabu. Kelvin funktioniert nicht ohne sie. Absolut überhaupt nicht. Oh, du bist aber langweilig. Also. Puh. Tschüss. Und wieder zurück. Boah. Wo ist denn der gute Junker? War doch hier im Operieren. Bist du Jung? Ah nee, da hinten ist er. Das Gedöns. Naja. Das war mal cool. Ey, uff, ey. So weit, so gut, ey. Alles bereit, ey. Entschuldigung. Du möchtest mich sprechen? Oh, verdammt. Jo, der Ersatzteilladen gehört uns. Ich wollte es eigentlich parodieren und jetzt sagt das wirklich. Hm? Du brauchst ein Ersatzteil? Wo ist es denn? Wo ist denn Opa? Es ist sicher wieder zu Dr. Abacus. Naja. Wenn mein Opa sich für irgendein ausgefallenes Maschinenteil begeistert, dann lässt er alles stehen und liegen und vergisst den Laden und mich vollkommen. Ich finde das Ersatzteil schon, das du brauchst. Komm doch bitte in unseren Laden. Naja, gleich. Mann. Oh nee. Mann, Opa sollte wirklich glücklich sein, so einen aufmerksamen Enkel wie mich zu haben. Ich dachte, Sina sagt das jetzt. Sorry. Hier können wir nicht. Doch, können wir. Eieiei, ui, Mini. Na du? Hallo, mein Freund. Ja, kämpfen möchte ich gerne. Los geht's. Hast du nicht sogar ein Krypto-Pokémon, wenn ich mich nicht noch recht erinnere? Oh, Malu. Ja. Wartet mal, welches. Ihr habt noch 2 Sekunden. Wieso noch ein bisschen mehr? Mal sehen, ob ich's fangen kann. Ja, Ladybar war's. Wer es auf Ladybar getippt hat, hat jetzt 100 Punkte. So sollte es hinhauen. Andersrum wäre es, glaube ich, besser gewesen. Kryptobruch. Nein, schon wieder ein Heuler. Ach egal, mach ich gleich bis. Ich möchte eine Elektroattacke lernen. Okay. Ah ja, Krypto auf Krypto war nicht sehr effektiv, sonst ist auch sonst Krypto auf alles sehr effektiv. Jorum war das ja. Okay, es geht. Es geht. So, Knall aufs Maul. Tut aber nicht sehr weh. Weil gerade schon gesagt. Aua.
Ach so, ich dachte gerade, ja, was ist ja eine Schwalbini. Ach was, Kontramodus heißt er in diesem Spiel. Früher ist er Furio-Modus. Zack, ein Biss und einmal rufen, wer sich noch erinnert aus meinem Kolosseum-Netzplay, wie das geht. Okay, das reicht. Das ist perfekt. Noch ein Flinch dazu. Und schon ist alles im Lot. Kryptodunst. Ein Krallball erscheint. Na? Na? Na, ja, perfekt. Ladybug hätte ich jetzt auch nicht so verstanden, wenn es jetzt so extrem fang und schwer war. Okay. Ach, würdest du je verlieren? Nein. Ladybug wurde im Team aufgenommen. Yay. Jetzt haben wir schon 3 Pokémon. Das war eine Flaute. Ich würde sagen, ein Satz mit X, das war wohl nix. Die Maschine da an deinem Arm ist ein echter Renner. Wie diese Lichter blinken und so. Ich bin schwer beeindruckt, ehrlich. Eine Sekunde dachte ich, du hättest mein Pokémon geschnappt. Der wird sich wundern, wenn er den nächsten Kampf macht. Juju. Ich gehe nur ein bisschen erkunden, da gehe ich glaube ich noch nicht rein. 3 Pokébälle. Das heißt ja auch einen mehr als wir ausgegeben haben bis jetzt. Okay, ich geh doch rein. Hier ist noch nicht viel. Hier kommt später was. Siehst du? Den hätte ich sonst nicht gesehen, hätte ich die Treppe jetzt nicht genommen. Paraheiler. Ah ja. Ist ja nicht großartig was sonst, nee, ne? Ich gehe trotzdem mal gucken. Sina, du versperrst den Weg. Nee, da ist kein Durchkommen. Please don't fight with me. Trainierst du irgendwas? Ja, ich trainiere. Eieiei, ist das hier ein Labyrinth? Mhm, mhm. Ist doch 100%ig noch eine Kiste. Seht ihr? Aufhecker. Du bist noch Eisheiler, Feuerheiler und Gegengift finden, dann ist das wirklich ein Turm der Heilung. Wobei ein Aufhecker in diesem Spiel das Nutzloseste ist, was es gibt, weil man einfach rufen kann. Das ist wieder so ein Hausmeister. Please don't fight with me. Wenn ich an der Spitze des Leuchtturms nach unten gucke, fühlt es sich so an, als würde es gruselig und so. Interesting. Sind wir schon oben? Ja. Cool. Naja, fast. Hier sind so ein paar Leute. Das ist eine Plattform. Und ich glaube, an dieser Plattform würde ich mal sagen, verabschiede ich mich für die erste Aufnahme. Hat mir sehr gefallen. Also wir haben ja schon ein paar Sachen hingekriegt. Wenn euch diese Aufnahme gefallen hat, lasst doch ein Like auf die letzten Videos. Und wenn ihr von Pokémon Kolosseum nichts verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zum Let's Play habt und so, einfach in die Kommentare schreiben. Spoilern ist, naja, wie eigentlich in jedem Spiel nicht so erwünscht. Wer sich trotzdem spoilern will, der sollte entweder Spoiler in die Kommentare drüber schreiben oder für die Leute, die sich noch spoilern lassen, weil sie das Spiel nicht kennen, einfach erst hinterher in die Kommentare gucken oder gar nicht, bevor das Let's Play durch ist. Gut, damit wäre meine Ansage gegeben. In der nächsten Folge gehen wir endlich ins Ersatzteillager und so weiter und so fort. Ich bin jetzt
kaputt. Ich mache jetzt Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Euer Bay Jim. Bis denne.